Yo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Brob Nation Kanal. Ich bin hier mit dem guten Leon am Start, mit seiner schönen Monster. Kannst du ruhig Hallo sagen, wenn du Bock hast. Moin. Moin. Alter, die sieht aber schon böse aus auf jeden Fall. Ist halt komplett anders wie die Duke. Ja, safe. Aber es fühlt sich gut an. Ja, und vom Fahrverhalten her ist die jetzt, kommt sie an die Duke ran jetzt so von der Leichtigkeit her, von der Wendigkeit oder eher nicht so? Also von der Leichtigkeit auf jeden Fall. Nur die Duke war halt schon mehr Supermoto. Ja, okay. Und so von der Aggressivität vom Gas und so weiter, wie ist es da? Ja, also die möchte schon steigen hier auf jeden Fall nach jeder Kurve. Aber ja, die Duke war schon auch Hammer. Ist bei dem Sitz jetzt hier, kannst du jetzt ja nicht Sozius jemanden mitnehmen, oder? Ja, das sind nur zwei Imbusschrauben und dann kann ich jemanden mit drauf mitnehmen. Okay. Aber ist ganz chillig, da muss man nämlich auch nicht immer einen mitnehmen. Ja, safe. Ich mag das auch nicht so gern, wenn ich jetzt meine Freundin dabei habe oder so, ist klar. Ich freue mich immer, wenn sie mitfährt. Aber, Alter, es ist einfach so eine andere Welt, wenn man jemanden hinten oben hat, auf dem Bike. Ja, bei mir ist so, wenn ich die Freundin dabei habe, dann muss man die ganze Zeit Wheelie fahren. Was? Echt? Die mag das, oder was? Ja, feiert das übel. Und hast also nicht bereut, sie gekauft zu haben? Nee, überhaupt nicht. Also die ist einfach nur krank. Ist halt ein Monster, ne? Ja, Leute, das ist auf jeden Fall auch der erste Versuch, dass wir hier mal ein Video in Dual-Vlog-mäßig aufnehmen mit dem CNC Pro. Weil ich habe es davor nicht mal probiert, nicht mal getestet oder sowas. Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Aber ich glaube, das muss einfach funktionieren. Ganz einfach. Schmeck! Ja, und das ist jetzt, was, eine 900er? Oder wie ist eine das? Eine 1100er. 1100er. Yo! Eine 1100er, ja. Es gibt jetzt gar keine 1100er mehr, soweit ich weiß, sondern nur noch eine 1200er, okay. Monster und halt die kleineren, aber Hubraum schiebt halt. Ja. Yo! Alter, das sieht schon immer sehr, sehr geil aus. Ja, ist auch voll entspannend. Alter, hier riecht es irgendwie übertrieben verbrannt. Ja. Wow. Und ich hoffe nicht, dass das immer mein Moped ist. Ich krieg da immer Schiss. Oh. Das ist typisch Allgäu hier, sage ich immer. Wie gut, die Landluft. Ach so, hätten wir jetzt rechts müssen? Nee, geradeaus, okay. Das passt. Ja, ich hatte einmal hier den DB-Killer draußen, aber das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht. So ohne DB-Killer fahren, das habe ich früher immer gemacht, aber... Ich weiß nicht, du fuckst halt immer nur die Leute ab und du willst ja zum Beispiel ja, wenn es geile Strecken sind, willst du ja auch länger... Ey, das ist einfach ein Klassenkamerade von mir, ich glaub's nicht. Grüße gehen raus an Adrian. Ja, halt keine Ahnung, ohne DB-Killer fahren ist irgendwie so... keine Ahnung, voll viele fahren immer im Rohrach auch ohne DB-Killer. Ich denke mir halt immer, ey, du fuckst halt übertrieben die Leute an, die dort halt wohnen. Ja. Und dann nehme ich es denen ehrlich gesagt nicht übel, wenn die sagen, hey, absolut laute Mopeds, Polizei kommt mal vorbei oder so. Ja. Weiß nicht. Das ist immer so semi-optimal. Da muss ich ja ehrlich sein, meine Duke, die war ja auch ein bisschen lauter. Ja. Da war ja auch kein Cut drin. Okay. Also könnte sein, dass da kein Cut drin gewesen ist. Du weißt es nicht. Das hat sich so angefühlt, oder? Ja. Und... Ja, das war schon ab und zu geil, aber ich dachte mir halt auch immer, irgendwie ist es auch unnötig. Ja, voll. Ich will auf jeden Fall den Sommer wieder ein paar Mal nach Italien. Ja, ich würde diesen Sommer auch gern mal auf jeden Fall nach Italien und auch einmal irgendwie so eine Deutschland-Tour machen, wäre mal richtig geil. Okay. So in einer Woche mal überall so ein bisschen hin, zu Kollegen irgendwie, dann vielleicht dort einen Tag chillen und dann am nächsten Tag wieder weiter oder so. Aber ja, ich weiß nicht, ob da eine Woche reicht überhaupt. Ich glaube eben nicht. Ja, eben. Aber ich kann dir eins sagen, der Hagen von Hamburg Wheelie Kids, der kommt jetzt auf jeden Fall im März. Ende März kommt der hier runter, auch am Bodensee.
Ja, kannst du auch zufrieden sein mit deinen Wheelies. Passt doch. Ja, ja. Aber geht immer noch mehr. Hier war mal so eine richtig witzige Story. Ich bin mal bei von Kollegen, die sind alle ins Kino und ich hatte absolut keinen Bock mehr ins Kino zu gehen. Dann habe ich dort noch gechillt und dann bin ich nach Hause gegangen. Nach Hause gelaufen von, du weißt ja jetzt, wo ich wohne. Ja. Von da unten aus dem Dorf, ein bisschen weiter sogar noch weg. Von dort aus bin ich dann nach Hause gelaufen und hier gerade bei der kurvenreichen Strecke, da hat dann so eine Dame angehalten, es war halt mitten in der Nacht. Und die sagt dann so, yo, soll ich dich mitnehmen? Und ich sag so, nee, nee, passt schon, ich lauf schon. Und sie so, nee, nee, du steigst jetzt ein. Und ja, du laufst hier safe nicht rum. Und ich so, okay. Schnecken checken auf den Bike. Oh ja. Wäre schon mal so eine Challenge, einfach mal so random jemanden anschwätzen, aber boah, ich kann sowas gar nicht. Ey, ich mach dir das schon, das ist kein Problem. Ich meine, du hast doch auch eine Freundin, glaube ich, ja, oder? Ja, safe, ja. Ja, ich eben auch, aber ich denke, dann wird sich das ja ausgleichen, dann kann man das schon mal machen. Ja, easy. Man weiß halt hier echt noch nicht genau, wo noch nass ist und wo. Ja, ja, das ist einfach so. Ja, aber eigentlich deine Karre ist so neutral, aber sieht schon geil aus. Alter, ich hab mir überlegt, dass ich die schwarz pulvern lasse oder sowas, die ganzen Plastics. Okay. Und dann entweder in schwarz sieht die ja schon mich richtig böse aus. Ja. Und vor allem, sie wirkt dann nicht mehr so bullig, weil das Weiß, das trägt ja immer so ja, auf. Ja, klar. Und ich hab's jetzt gerade bei der SMCR gemerkt, wie schlank die wird, wenn die einfach nur schwarz ist. Und wenn man die Teile jetzt schwarz machen lässt und dann noch vielleicht ein dezentes Dekor oder halt dann einfach noch ein geiles Dekor drauf. Boah, ich habe so geile Bilder gesehen und vor allem das Schwarz hat halt nicht jeder. Ja, das stimmt. Belastend würde es nur werden, wenn es ab nächsten Jahr eine Husqvarna in Schwarz geben würde. Dann ist natürlich wieder alles. Ja, ich denke aber, wenn die nicht ganz dumm wären, dann würden die es machen, weil ja, wie viele Leute wollen ein schwarzes Bike? Und nein, ich habe keine schwarze Ducati gekauft, weil ich ein schwarzes Motorrad bin. Achtung. Solche Leute mag ich, Alter. Also in dem Fall. Jo, hau rein, viel Spaß. Ciao. Ciao. So, ein Wheelie zum Abschied. Oh yeah. Ah, die werden einfach immer besser und besser. Ist schon geil. Ja, das war's zu diesem Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Grüße nochmal an Leon. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein und tschüss!